Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, es ist schon angeklungen, man kann ja wirklich nicht behaupten, dass wir gerade einen besonders spannenden Wahlkampf erleben. Also ich würde sogar noch ein bisschen zuspitzen. Ein Glück, dass es die Linke gibt, weil sonst könnte man die Wahl doch glatt ausfallen lassen. Also bei dem einerlei, was die anderen uns so anbieten. Da ist auf der einen Seite Frau Merkel und der Lobbyistenclub FDP, da weiß man natürlich, wofür sie stehen. Aber was ist auf der anderen Seite? Da steht eine SPD mit einem Kanzlerkandidaten Steinbrück, der uns bis heute erzählt, wie toll die Agenda 2010 war. Der also unter sozialdemokratischer Politik offensichtlich versteht, dass man Beschäftigte zu Niedriglöhnern degradiert, dass man Rentnerinnen und Rentnern die Rente kürzt und dass man Arbeitslose drangsaliert. Na bitte schön, das kann Frau Merkel auch. Also dafür braucht man keine SPD, das ist doch keine Alternative. Und wer dieser Politik die rote Karte zeigen will, der kann eigentlich wirklich nur die Linke wählen. Wir sind die rote Karte für diese etablierte Politik, für diese falsche Politik. Es ist ja auch unglaublich, da erzählen Sie uns immer alle, die Agenda 2010 sei die Grundlage für das Jobwunder in Deutschland. Was ist da für ein Jobwunder? Irgendwie, wenn man durchs Land reist und mit den Leuten redet, man trifft ganz wenige, die irgendwie mal Bekanntschaft mit diesem Jobwunder gemacht haben. Das ist irgendwie mehr so wie das Ungeheuer von Loch Ness, alle reden davon und keiner sieht es irgendwie. Was ist denn der Kern dieses Jobwunders? Ja, der Kern ist, dass auf einem Arbeitsplatz, von dem mal ein Mensch auskömmlich leben konnte, heute entweder 3 Minijobber, 2 unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte oder ein Leiharbeiter sitzen, die allesamt von diesem Arbeitsplatz nicht mehr leben können. Aber da sage ich und da sagen wir, die Linke, das ist kein Jobwunder, das ist menschlichster Kapitalismus und übelste Ausbeutung. Und die politischen Weichenstellungen, die das möglich gemacht haben, die müssen endlich zurückgenommen werden. Und wenn die SPD das irgendwann mal mitmachen möchte, dann machen wir es gern mit ihr zusammen, das zurückzunehmen, was sie selber mit der Agenda 2010 angerichtet hat. Weil das hat die Lebensverhältnisse von Millionen Menschen in diesem Land verschlechtert. Und im Übrigen zeigen ja auch die Statistiken, wer davon profitiert hat. Also das ist ja gar nicht, braucht man ja gar nicht viel Fantasie. Also wenn auf der einen Seite die Reallöhne heute niedriger sind als im Jahre 2000, wenn die Rentnerinnen und Rentner etwa 10-12% ihrer Kaufkraft verloren haben in dieser Zeit, während aber gleichzeitig die Gewinn- und Vermögenseinkommen 60% zugelegt haben in diesen 13 Jahren, ja, da stellt sich doch wohl nicht mehr die Frage, wo die Profiteure sitzen. Und das kann man ja auch in der Vermögensstatistik ablesen. Also während jeder Kleinsparer, der heute ein Sparbuch hat und dort sein Geld anspart, mit solchen Mickerzinsen abgespeist wird, dass ihm noch nicht mal der Inflationsausgleich gewährt wird, das heißt, sein Erspartes schmilzt im Grunde, währenddessen steigen die Vermögen der Millionäre und Multimillionäre in diesem Land seit Jahren um 8-10% jährlich. Und die Banken prognostizieren, das wird auch so bleiben. Und ich glaube, die Banken haben recht. Oder ich fürchte, die Banken haben recht, 8-10% plus bei den Vermögen der Millionäre und Multimillionäre. Ja, Sie können sich alle vorstellen, oder ihr könnt euch alle vorstellen, was los wäre in diesem Land, wenn eine Gewerkschaft sich auf die Fahne schreiben würde, wir kämpfen für 8-10% mehr Lohn in unserer Branche jedes Jahr. Da würde doch von Spiegel bis FAZ, würden sie doch alle schreien, um Gottes Willen, wie unrealistisch. Wie realitätsfremd ist diese Gewerkschaft? Das sei doch unfinanzierbar, 8-10% mehr Lohn zu zahlen. Interessant ist, welche Zeitung schreibt, es ist unfinanzierbar, dass die Millionäre und Multimillionäre jedes Jahr 8-10% mehr Vermögen haben. Wer regt sich darüber auf? Und nun muss man leider auch sagen, es ist nicht unfinanzierbar, dass die Vermögen der Reichsten derart steigen. Nein, es ist wirklich nicht unfinanzierbar. Es ist finanzierbar, weil es die Bevölkerung dieses Landes mit Einschnitten in ihrem Lebensstandard finanziert, mit schlechteren Löhnen, mit schlechten Renten, mit magerer Bildung, mit schlechter Gesundheitsversorgung. Damit finanzieren wir alle, finanziert die Bevölkerung dieses Landes, dass die oberen 10.000 ihr Vermögen in derartiger Quote jedes Jahr vermehren können. Und angesichts dessen hat die Linke eine ganz einfache Idee. Lass uns das mal umdrehen.
Lass uns mal dafür sorgen, dass die oberen 10.000 mit ihrem Vermögen dazu beitragen, dass wir bessere Renten, eine bessere Bildung, eine bessere Gesundheitsversorgung in diesem Lande kriegen. Und deswegen Millionärssteuer jetzt. Wir müssen endlich die Vermögen der Millionäre und Multimillionäre ordentlich besteuern, damit wir das Geld haben für ordentlich ausgestattete Krankenhäuser, für mehr Lehrer, für bessere Universitäten. Dafür ist das Geld doch da. Da oben stapelt sich, da liegt es. Und wir sagen, wir wollen es da holen, und das wird eines der ersten Projekte sein, für das wir uns einsetzen. Millionärssteuer in Deutschland. Und es ist ja wirklich verblüffend, wie Sie dann immer argumentieren. Sie sagen ja dann, nein, das könnt ihr ja nicht machen. Das ist doch Enteignung. Wenn ihr an unser Vermögen geht, das ist doch Enteignung. Und dann sagen wir, nee, das ist keine Enteignung, das ist eine Rückumverteilung. Wir holen uns einfach das Geld zurück, was ihr den Leuten jetzt seit Jahr und Tag aus der Tasche gezogen habt. Das ist doch der Kern, worum es geht, endlich mal das Geld zurückzuholen, was nach oben umverteilt wurde. Und deshalb, das Problem in Deutschland ist ganz sicher nicht, dass es hier nicht genügend Geld gäbe. Das Problem ist, dass wir seit Jahren von Parteien regiert werden, die schlicht und ergreifend zu feige sind, das Geld da zu holen, wo es in riesigen Mengen liegt. Und die deshalb immer nur auf die Idee kommen, wenn sie sehen, ihre Schulden steigen, den kleinen Leuten in die Tasche zu greifen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, die Stromsteuer, die Mineralölsteuer. Und da sagen wir, nein, wir wollen endlich mal da das Geld holen, wo es liegt, und tatsächlich auch Erbschaften besteuern und Reiche besteuern. Und da ist dann auch genügend Geld vorhanden. Da soll uns auch keiner erzählen, da wäre nicht genug da. Sie haben ja selber dazu gesorgt und Sie haben alle dazu beigetragen, mit Steuergeschenken für Reiche, dass die öffentlichen Haushalte, dass die Kommunen in diesem Land so schlecht ausgestattet sind, weil Sie über 500 Milliarden verschleudert haben in den letzten Jahren, indem Sie Ihre Steuergeschenke rübergereicht haben, gerade an die, die es am wenigsten brauchten. Und das wollen wir zurücknehmen, und dafür werden wir auch im nächsten Bundestag weiter kämpfen. Es gibt ja im Übrigen auch noch ein anderes Thema, was sehr, sehr deutlich zeigt, dass es Ihnen eigentlich gar nicht um die Reduzierung öffentlicher Schulden geht. Also das große Banner Schuldenbremse, was Sie immer vor sich hertragen, und das große Thema, ja, was können wir alles nicht finanzieren? Angeblich alles, was die Linke fordert, sei ja schön, aber können wir alles nicht finanzieren? Ein Heizkostenzuschuss für arme Familien, hat Schwarz-Gelb entschieden, kann man nicht mehr finanzieren. Würde 200 Millionen im Jahr kosten, also so gut wie nichts. Kann man alles nicht finanzieren. Aber interessanterweise, wenn mal wieder ein marodes Bankhaus irgendwo anklopft und sagt, wir brauchen nicht 200 Millionen, sondern da geht es immer um Milliarden, weil wir doch Verluste gemacht haben, wir als Bank. Und wenn ihr uns als Steuerzahler nicht helft, dann müssten wir ja diese Verluste selber tragen. Also wo kommen wir denn da hin? Also bitteschön, reicht uns Schecks rüber. Da ist nie die Rede davon, das sei unfinanzierbar. Da wird der Scheck ausgestellt mit einer Großzügigkeit sondergleichen. Das haben wir ja damals auch in Deutschland erlebt bei der großen Bankenrettung. Und die ist übrigens auch besonders teuer gewesen, das weiß man ja heute auch, weil der damalige Finanzminister Peer Steinbrück auf die großartige Idee kam, das Gesetz zur Bankenrettung ausgerechnet von den Lobbykanzleien der Banker schreiben zu lassen. Ja, da wundert sich heute keiner mehr, dass das derart generös für die Bankenlobbys und derart ruinös für den Steuerzahler ausgefallen ist. 300 Milliarden mehr an Schulden haben wir infolge dieser Bankenrettung in Deutschland. 300 Milliarden mehr, da hat keiner gesagt, das können wir nicht finanzieren. Das wurde mal eben so gemacht. Und diese Bankenrettung hört ja nicht auf. Heute heißt das Ding nur anders. Heute heißt das nicht mehr Bankenrettung. Heute heißt das Euro-Rettung. Aber natürlich retten wir in Europa nicht den Euro. Und wir retten ganz eindeutig auch nicht die Menschen in den betroffenen Ländern, die Menschen in Griechenland, die Menschen in Spanien, die Menschen in Irland, die Menschen in Portugal. Denen geht es allen heute wesentlich schlechter als zu Beginn ihrer vermeintlichen Rettung. Und das ist auch kein Zufall, weil für die Menschen in diesen Ländern hat die Bundesregierung immer nur Kürzungsdiktate gehabt, hat sie immer nur gefordert, Renten runter, Mindestlohn runter, öffentliche Dienste privatisieren, querbeet.
Und Bernd hat es schon angesprochen, also ich hätte mir gewünscht, da wäre die SPD einmal unzuverlässig gewesen, aber nein, niebelungentreu hat sie immer für diese Kürzungsdiktate gestimmt. Aber während wir den Ländern Kürzungen diktiert haben, während wir da mit sehenden Auges ein Wachstum an Arbeitslosigkeit und Armut in Kauf genommen haben in diesen Ländern, währenddessen haben wir gleichzeitig Milliarden angeblich von riesigen Hilfspaketen geschultert. Ja, wo sind die denn hingegangen? Gucken wir uns Griechenland an. Das kleine Land Griechenland, jährliche Wirtschaftsleistung 200 Milliarden. Dieses kleine Land hat 200 Milliarden an sogenannten Hilfsgeldern bekommen, also so viel, wie die Wirtschaft in einem Jahr produziert. Wenn das in das Land geflossen wäre, müssten die einen Investitionsboom haben, müssten die ein Wirtschaftswachstum haben, sondergleichen. Wir wissen alle, dass das nicht die Realität ist. Also wo ist das Geld hin? Auch darüber gibt die Bundesregierung bereitwillig Auskunft. Es sind tatsächlich 195 Milliarden. Von diesen 200 Milliarden Griechenland-Hilfen, in Anführungsstrichen, sind ausschließlich an die Finanzmafia geflossen. Das heißt an die Anleger griechischer Staatsanleihen, die dann hohe Zinsen ausgezahlt bekommen haben, deren Schulden, also deren Forderungen ausgeglichen wurden. Und es wurden allein 50 Milliarden dafür verwandt von unserem Steuergeld, um die griechischen Banken zu rekapitalisieren. Da gibt es zum Beispiel eine Bank, die heißt Eurobank. Die gehört dem griechischen Milliardär namens einer Milliardärsfamilie Latsis, ist die reichste Familie in ganz Griechenland. Und diese reichste Familie, deren Eurobank, hat 6 Milliarden Euro bekommen aus diesen Hilfsgeldern. 6 Milliarden Euro. Ja, da soll mir doch keiner erzählen, der Euro wäre zusammengebrochen, wenn diese griechische Milliardärsfamilie einen Teil ihres Vermögens hätte abschreiben müssen, weil sie selber für die Verluste ihrer Bank hätte haften müssen. Da wäre doch nicht der Euro zusammengebrochen, sondern das wäre nur dringend an der Zeit gewesen, dass mal die Reichen in diesen Ländern, die Millionäre und Milliardäre, für die Verluste und diese ganzen Probleme, die sie ja selber mit angerichtet haben, zur Haftung gezogen werden. Und deswegen finde ich es eine skandalöse Politik, zu sagen, wir haben Milliarden für Milliardäre, aber wir haben kein Geld für Renten, wir haben kein Geld für Bildung. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch eine skandalöse Politik. Und inzwischen hat ja Herr Schäuble die Katze aus dem Sack gelassen, es soll das nächste Griechenland-Paket geben nach der Bundestagswahl. Es war sowieso klar, irgendwas lag da längst in den Schubladen, aber er hat es jetzt zugegeben. Natürlich wird dieses Griechenland-Paket wieder nicht für die Menschen in Griechenland ausgereicht, sondern auch dieses Griechenland-Paket hat offensichtlich wieder nur einen einzigen Zweck. Die letztverbliebenen privaten Investoren, die noch griechische Anleihen halten, die auch noch freizukaufen. Damit dann, wenn Griechenland endgültig bankrott ist und endgültig den Schuldenschnitt machen muss, damit dann am besten wirklich nur noch die europäischen Steuerzahler bluten müssen und bloß kein privater Investor, bloß keine Bank irgendeinen müden Cent verliert. Und auch da weiß sich Schäuble schon wieder einig mit Herrn Steinbrück. Herr Steinbrück hat ja auch gesagt, ja, also ein Schuldenschnitt, das würde die Finanzmärkte beunruhigen. Das könne man nicht machen, also zumindest keinen Schuldenschnitt zulasten der Privaten. Zulasten des Steuerzahlers vielleicht irgendwann, da ist die Wahl vorbei, aber Schuldenschnitt für die Privaten, das würde die Finanzmärkte beunruhigen. Da bin ich immer ein bisschen verblüfft über die Logik, die diese Leute da haben. Also in der normalen Wirtschaft ist es ja so, wenn ein Unternehmen bankrott ist, dann macht es Konkurs. Und wenn dann beispielsweise ein Handwerksmeister 3 Monate für dieses Unternehmen gearbeitet hat und muss die Leistung und die Arbeit von 3 Monaten abschreiben, weil er die natürlich nicht bezahlt bekommt, wenn sein Auftraggeber bankrott ist, da kommt kein Staat und sagt, um Gottes Willen, wir können doch nicht diesen Handwerker beunruhigen. Und wir müssen doch hier irgendwas tun. Meistens ist der Handwerker ja nicht beunruhigt, sondern er ist meistens sogar total pleite, wenn er 3 Monate für umsonst gearbeitet hat. Aber da passiert nichts. Nur bei den Banken, da werden regelmäßig rundum sorglos Pakete geschürt. Und deswegen sage ich auch dieser Europapolitik, es ist gut, dass wir als Linke der nie unsere Stimme gegeben haben. Und das werden wir auch in Zukunft nicht tun. Das ist keine Euro-Rettung, das ist eine Rettung der Euros, der Banken und Millionäre. Und mit so einer Politik wollen wir nichts zu tun haben. Damit werden wir ständig weiter Opposition sein. Und es ist doch gar nicht so schwer, sich zu überlegen, wo in Europa die Gegenbuchung für die Staatsschulden liegt. Wir als Linke, wir reden eben deshalb nicht nur über Schulden, wir reden auch über Vermögen. Wir haben in Europa 11 Billionen Euro Staatsschulden, ein Riesenberg, ja.
Aber wir haben 14 Billionen privater Geldvermögen allein der Millionäre und Multimillionäre. 14 Billionen, mehr als die gesamten Staaten in Europa an Schulden haben. Und angesichts dieses Geldbergs, der da liegt, kommt die herrschende Politik nicht auf die Idee, dort mal das Geld zu holen, sondern sie kommt immer nur auf die Idee, dass man Renten kürzen muss, dass man den Mindestlohn verringern muss und so weiter. Und da sagen wir nein, und das wird auch eines unserer ersten Projekte sein. Es muss endlich in Europa eine Vermögensabgabe bei der Oberschicht geben. Da liegt das Geld, mit dem man beispielsweise auch die griechischen Schulden oder auch die irischen Schulden bezahlen kann, weil da sitzen die, die von der Party profitiert haben, die jetzt in diesen Crash gemündet ist. Und die, die profitiert haben, die sollen bitte schön auch zahlen und nicht die Bürgerinnen und Bürger in Europa. Das ist doch das, worum es endlich in Europa geht. Aber es ist natürlich auch kein Zufall, dass Frau Merkel, leider auch die SPD, nie bereit sind, solche Ideen zu verfolgen, weil sie nämlich zum Beispiel ein ganz merkwürdiges Verständnis von Demokratie haben. Frau Merkel sagt ja immer, das ist ja ihr Ratschlag an die Regierungen anderer europäischer Länder, sie sollen eine Politik machen, mit der sie das Vertrauen der Märkte gewinnen. Nun muss ich sagen, ist vielleicht altmodisch. Also mein Demokratieverständnis ist, dass man sich um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bemüht, um das Vertrauen der Bürger im Land. Aber Frau Merkel findet, Demokratie ist, wenn man sich um das Vertrauen der Finanzmärkte bemüht. Ja, was ist denn das? Was sind die Finanzmärkte eigentlich? Das ist doch die gleiche Zockerbande, die uns in diese ganze Misere erst reingeritten hat. Und da muss ich sagen, nein, wir als Linke wollen nicht deren Vertrauen gewinnen und eine Politik machen, die deren Interessen vielleicht auch noch bedient, sondern wir sagen, denen muss endlich das Handwerk gelegt werden. Dieses Casino muss geschlossen werden, was da immer noch floriert. Das ist der erste Schritt hin zu einem demokratischen und sozialen Europa, dass wir denen das Handwerk legen und das Casino schließen. Und der griechische Linkspolitiker Alexis Tsipras hat, finde ich, vor kurzem sehr, sehr prägnant gesagt, also es wird Zeit, dass wir Griechenland vor seinen Rettern retten. Und ich finde, das kann man sehr wohl auf Europa übertragen und das ist das, was wir als Linke in Europa wollen. Wir wollen dieses Europa vor den Rettern der Banken und Millionäre retten, damit es wieder ein Europa der Menschen werden kann, damit es nicht zerstört wird, dieses europäische Projekt. Denn das, was die Bundesregierung macht, das ist antieuropäische Politik. Weil wenn die Menschen mit Brüssel immer nur verbinden, dass ihr Lebensstandard sich verschlechtert, dass Privatisierungen erzwungen werden, dass ihre Renten gekürzt werden, dann muss sich niemand wundern, dass europaweit nationalistische, reaktionäre Kräfte stärker werden. Also wer ein Europa will, das tatsächlich bei den Menschen populär ist, der muss sich für ein soziales und demokratisches Europa stark machen. Dafür kämpft die Linke und das werden wir auch im nächsten Bundestag vertreten mit hoffentlich sehr, sehr viel Rückhalt der Bevölkerung. Ich danke euch.